Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde der Plotterkunst. Ich bin's heute mal wieder mit einem zweiten Video zu einem weiteren Tool. Und zwar haben mich einige Leute in den Foren oder in den Gruppen darauf angesprochen, dass sie gerne zu diesem Graviertool, was ich da jetzt gemacht habe, noch ein weiteres Teil bräuchten. Und zwar, das Problem ist, dass die Originalmesser von Brother ziemlich teuer sind. Gerechtfertigt oder nicht, das sei dahingestellt. Das sind mit Sicherheit sehr hochwertige Messer und ich will das auch gar nicht in Frage stellen. Aber wenn man die Plotter sehr viel benutzt, dann sind die relativ schnell stumpf und man muss für Nachschub sorgen und immer sehr ärgerlich. So ein Messer kostet zwischen 10 und 20 Euro. Das geht, kann auf Dauer nachher ganz schön ins Portemonnaie gehen. So, was erzähle ich euch? Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr habt da eine Alternative gefunden, beziehungsweise es gibt da ja eine tolle Alternative. So, und zwar gibt es das CB09. Genau, es gibt ein CB09, es gibt übrigens auch ein CB015, das ist ein etwas größeres. Vielleicht werde ich mich damit auch nochmal auseinandersetzen, weil ich glaube, dass da auch größere Klingen reinkommen, sofern die dann überhaupt benötigt werden, aber das weiß ich noch nicht. Es geht also um das CB09. Es gibt für diesen Messerhalter jede Menge Adapter für andere Drucker, ein Cameo und wie sie sich alle nennen, aber für den Brother nicht. Da gibt es keinen Adapter für und dieser Halter, der passt auch nicht in die Vorrichtung dafür. So, also, was habe ich gemacht? Aufgrund einiger Leute, die mich darauf angesprochen und gefragt haben, ob ich denn sowas auch im Programm hätte. Ja, ich bin in der Plotter-Szene noch relativ neu und frisch. Deswegen bin ich da noch nicht so sehr aktiv, aber das darf sich gerne ändern in Zukunft. Haben die mich natürlich gefragt, ob es denn da schon auch ein Tool für gibt oder ein Adapter oder so etwas, um das CB09, den Haltegriff oder das Haltemesser dafür zu benutzen für den Plotter. Nee, gibt's nicht. Gab es wohl mal in der Vergangenheit, aber scheinbar gibt es das wohl nicht mehr. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war für mich keins zu kaufen. Ich habe keins bekommen. Also setze ich mich hin an meinen lieben 3D-Drucker und an meinen Computer und habe dann eben selbst eins konstruiert. Ja, gut. Also ich will euch das jetzt nicht vorenthalten. Das ist einmal dieser Halter. Und so sieht das denn aus, wenn das Messer da drin ist. Das CB, hier ist das mal so in so einem schönen Pink. Viele von euch möchten gerne Pink. Also das ist hier in so einem Halter, ist das eingesetzt, das ist fest drin, das fällt auch nicht raus, stabil drin. Das ist der Adapter, das was hier in Pink zu sehen ist. Innen drin ist das CB09. So sieht der Adapter denn aus ohne Messer. Das ist also nur der Adapter. Und von mir habt ihr die Möglichkeit, dann zwei Teile zu bekommen. Einmal das komplette Set mit Adapter, wo der CB09 drin ist und mein selbstgedrucktes Teil. Und dazu ein paar Messer. Ich weiß noch nicht genau wie viele, aber ich denke mal von jeder Größe drei Stück. Das sind 30, 45 und 60 Grad Messer. Ich glaube, die 30 Grad Messer werden nicht so häufig benutzt. Die 45er am meisten und die 60er ja, für etwas dickeres Material. Also je höher die Gradzahl, umso dicker das Material, das man damit schneiden kann. So, es haben einige danach gefragt, die wollten ganz gerne so eine Skala da drauf haben, damit man das besser einstellen kann. Da kommen wir gleich nochmal zu, wie ich das jetzt hier handhabe. Ich habe hier eine Skala, das könnt ihr sehen, schon direkt mit eingeplottet. Also, da ist nichts mit Aufkleber oder so. Ich habe da eine leicht erkennbare Skala. Das Problem ist immer von der Größe abhängig. Eine Skala mit eingeplottet. Und da habt ihr dann die Möglichkeit zu sehen, wie weit ihr da was verstellen wollt. Ich habe da mir einen schwarzen Strich oben an das Rändelrad vom CB09 gemacht, damit ich dann auch sehe, wie ich es bewege. Und falls es sich mal verstellt, dass ich es immer wieder zurückstellen kann. Macht also Sinn. Nimmt einen wasserfesten Stift, irgendeinen Permanentmarker, macht einen schwarzen Streifen und dann ist gut. So, dieses Messer kann man da auch ganz leicht rausholen. Wenn ihr das Teil kauft, egal mit oder ohne CB09, wenn es auch nur der Adapter ist, habt ihr da einen kleinen Imbus. Also das ist nicht dieser, sondern ein anderer. Ein normaler kleiner Imbusschlüssel ist dabei. Und dann habt ihr die Möglichkeit, das zu lösen. Ich mache das mal kurz vor, so, und dann könnt ihr auch das Messer hier ganz normal rausnehmen. So, ja, das wird dann nur reingesteckt, das wird vorher eingestellt, da kommen wir dann gleich nochmal kurz zu, und dann wird das hier nur so reingepackt, so, schön nach unten gedrückt, am besten Finger oben drauf, damit es sich nicht verrutscht, und dann kann man das wieder vernünftig festziehen, nicht zu fest, das ist ein bisschen Plastik, sobald ein Widerstand da ist, reicht das, dann ist das fest. So, und damit habt ihr das Messer hier eingespannt. Das könnt ihr dann so in euren Plotterhalter packen, also bei eurem Plotter, und dann könnt ihr damit anfangen und durchstarten und entsprechend schneiden.
So, ich habe doch auch gleich mal was vorgemacht, also vorgefertigt hier, damit ihr das mal sehen könnt, dass das funktioniert und wie es funktioniert. So, ich bin jetzt nicht wirklich der absolute Experte, was diese Plotter angeht. Also ich komme mit der Software nur halbwegs gut klar, das, was ich unbedingt brauche. Ich schneide überwiegend Vinylfolien. Ich habe da ansonsten ein bisschen graviert mit dem anderen Tool. Ansonsten mache ich mit dem Plotter nichts. Das ist variiert aber ja. Viele von euch arbeiten ganz viel mit Pappkarton oder überhaupt mit Karton oder Papier. Viele zeichnen ganz viel. Andere wiederum machen Stoffe mit Rollmesser und all solche Sachen. Also das variiert natürlich. Die Plotter sind unheimlich vielseitig. Das wisst ihr natürlich auch. Ich schneide Vinylfolien und mache da Aufkleber und so einen Quatsch. So, wie stelle ich dieses Messer denn überhaupt ein? Auch da gibt es mittlerweile bei YouTube schon einige Videos, wo das erklärt wird. Ich habe das natürlich jetzt selber mal ausprobiert und möchte euch das Ganze gleich mal demonstrieren, wie ihr dieses Messer in meinen Augen so einstellt, dass ihr mit meinem Tool, so wie ich es zur Verfügung stelle, auch arbeiten könnt. So, das machen wir gleich, indem ich mal kurz die Kamera runter switche und dann zeige ich euch mal den Aufbau und wie das Ganze eingestellt wird. Okay, also kommt mal mit runter. So, dann kommen wir mal dazu, dass ich euch zeige, wie ich das mit dem Messer zum Beispiel mache. Als erstes habe ich hier mal ein Stück Folie, ganz normale Vinylfolie, auf meine Matte vorbereitet. Ich habe die Matte, meine alte, mal wieder ein bisschen regeneriert mit neuem Sprühkleber. Jetzt klebt die auch wieder, aber um euch das zu zeigen, habe ich die jetzt erstmal genommen und nicht meine gute Matte, damit ich das auch demonstrieren kann, was ich davor habe. Also, den Halter, den Universalhalter haben wir rausgenommen. Da ist das Teil, was ich jetzt euch vorhin schon gezeigt habe. Das schmeißen wir da mal rein, runter, fest, das war's. So, ich habe das jetzt schon mal so eingestellt, damit ich damit einen entsprechenden Schnitt machen kann. Bevor ich das aber mache, möchte ich euch dazu noch etwas zeigen. Also, wenn ihr das Messer einstellen wollt, dann ist ja Folgendes. Die Leute sagen immer alle, dass es ganz wichtig ist, dass das Messer, die Klinge hier oben, so weit rausguckt, wie der Grat ist. Also so ist das in einigen Videos dargestellt worden. Das funktioniert bei mir mit diesem Messer leider nicht. Ich habe das jetzt manuell eingestellt. Und zwar ist das Messer bei mir so weit draußen, dass man es so gut wie gar nicht erkennen kann. Also ihr müsstet mal genau hinschauen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Es ist natürlich jetzt alles ein bisschen dunkel, ob da das glitzernde Messer irgendwo rauskommt. Ob ihr das erkennen könnt? Wahrscheinlich nicht. Also, das Messer ist wirklich nur minimal draußen. Also ein Bruchteil eines Millimeters. Und damit schneide ich diese Folie. So, ihr seht das zum Beispiel auch optisch daran, wenn es richtig eingestellt ist, wenn die Folie sauber geschnitten ist, wenn das Trägermaterial, also die Folie, das Papier, wo die Folie drauf ist, wenn es nicht durchgeschnitten ist. Und das seht ihr auch an den Schnittkanten. Wenn die Schnittkanten sauber sind, dann hat er nur die Folie geschnitten. Wenn die Schnittkanten allerdings an den Ecken so ein bisschen ausgefranst sind, dann hat er automatisch schon zu tief geschnitten. Ihr solltet das auf jeden Fall vorher immer erstmal auf ein Stück testen, damit ihr euer Messer richtig einstellt. Lasst es für diese Folie so, wie es ist. Merkt euch, wo euer schwarzer Strich hier oben an der Rändelschraube ist und auf welche Skala der steht und baut es am besten nicht mehr auseinander, um da irgendwas rumzuwechseln. Okay? So, ich mache jetzt einen Schnitt, wie er richtig sein soll, mit meiner richtigen Einstellung. Und dann zeige ich euch mal, wie das aussieht, wenn man das mit einer falschen Einstellung gemacht hat. Ich mache jetzt hier einfach mal einen Testdruck. So, ich gehe hier ganz normal rein. Hier habe ich jetzt meinen Test. Dann wähle ich erstmal aus, was er schneiden soll. Ich mache hier in den Werkzeugeinstellungen nichts weiter. Da steht alles auf automatischen und Standardeinstellungen. So, dann habe ich das, richte ich jetzt erstmal mein Testobjekt aus. Das ist dieses berühmte Testdreieck. Da gehe ich mal nach oben in die Kante, damit ich nicht so viel Zeug verbrauche. So, ein Stückchen nach oben noch. Erste Feld. Na, ein bisschen zu weit. So, oben in der Ecke, wenn ihr das, vielleicht seht ihr das sogar, ich versuche das mal euch zu zeigen eben. Da habe ich jetzt das Dreieck. Das ist hier oben in der Ecke, kann man schlecht erkennen. Muss man auch nicht, völlig Latte. So, ich zeige euch jetzt, was der Plotter dazu sagt. Wir gehen auf OK und gehen auf Start. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Er justiert einmal kurz. So, macht das Dreieck.
Das ist das Testdreieck, was er jetzt gemacht hat. So, das kann ich jetzt, ich nehme hier mal so ein kleines Bastelmesser, das kann ich jetzt hier ganz normal rausnehmen. Zack, habt ihr gesehen? Das ist natürlich erstmal hingeflogen, muss ich zurück. Also, ich habe das jetzt ganz normal rausgenommen und wie ihr hier oben sehen könnt, hat er das ganz sauber ausgeschnitten. Jetzt könnte ich natürlich, sollte ich jetzt auch kontrollieren, ob das Trägermaterial mit durchgeschnitten ist. Dazu nehme ich jetzt einmal meine Folie ab, die jetzt allerdings wieder sehr fest ist. Ich nehme die auch nur ein Stück ab hier. So. Und wie ihr seht, hier, es ist nicht durchgeschnitten. Okay? Das ist also richtig ein sauberer Schnitt. Da habe ich mich jetzt rangearbeitet. Diese Einstellung übernehme ich jetzt für diese Folien immer wieder, damit ich weiß, alles klar, so schneidet er mir sauber die Folien, ich kann sie gut entgittern, alles ist in Ordnung. Das lasse ich so, bis ich das Messer mal aus irgendeinem Grund tauschen muss, weil es stumpf ist oder sonst irgendetwas. Gut. Spannen wir wieder ein. Jetzt zeige ich euch mal, was passiert, wenn man das falsch eingestellt hat und meint, man muss unbedingt mehr Klinge nehmen, weil man glaubt, dass es dann tief genug schneidet. Also, das ist jetzt meine Einstellung. Hier seht ihr die schwarze Markierung. Ich werde jetzt mal die eine ganze Umdrehung das Messer rausdrehen. Das lässt sich leider ein bisschen schwierig drehen hier. Ich mache das mal immer so. Man kann das natürlich auch rausnehmen und neu einspannen. Jetzt habe ich das eine komplette Umdrehung weiter rausgemacht. Das könnt ihr wahrscheinlich jetzt auch schon sehen. Das Messer guckt jetzt ein Stückchen weiter raus. So, das ist viel zu weit. Das werdet ihr auch gleich erkennen, was dann passiert. Also, ich spanne das wieder ein. Mache das fest. Und werde wieder auf Schneiden. Achso, ja, erstmal müssen wir das schneiden. Erstmal müssen wir auch den Test noch mal ein bisschen verschieben, damit er uns das Dreieck woanders macht. Ich gehe jetzt ein Feld weiter rüber. Dahin. Zweite Feld. Okay? So. Eingestellt habe ich das. Ich verändere sonst nichts. Drücke wieder Start. Jetzt soll er mir das Dreieck mit einer zu tiefen Einstellung schneiden. Und dann seht ihr gleich, was ich damit meine. So. Ich werde jetzt mal ein bisschen ranzoomen, damit ihr seht, wie er das ausgeschnitten hat. Ich hoffe, man kann das gleich erkennen. Naja, hat ein bisschen Probleme mit dem Fokus. Aber vielleicht seht ihr das jetzt schon. Und zwar die Ecken hier oben, die sind ein bisschen kaputt, die drei. Die sind nicht so schön. Die sind nicht, also die sind leicht ausgefranst. Es ist sehr ärgerlich, dass ich das nicht ein bisschen schärfer bekomme. Aber ich mache das mal anders. Ich nehme die Folie mal raus und versuche das euch dann mal so zu zeigen. Vielleicht geht das dann besser. Ja, so geht es auf jeden Fall besser. So, könnt ihr sehen. Hier sieht man jetzt auch noch so eine schöne Falte vom Aufkleben, das ist aber egal. Da sieht man das Dreieck, wie die Spitzen zum Beispiel ein ganz klein bisschen kaputt sind, ausgefranst sind. Das ist viel zu tief. Wenn ihr das seht, habt ihr das Messer zu tief eingestellt. Diese Ecken müssen sauber sein, so wie beim ersten Dreieck. Ich ziehe jetzt mal die Folie ab, um zu zeigen, was tatsächlich passiert ist. Wenn ich den jetzt so abziehe, seht ihr direkt, der hat durchgeschnitten. Also, das sollte er nicht tun. So, damit macht ihr euch erstens eure Matte kaputt, zweitens taucht der Druck nichts, ne? Das ganze Geschnittene nichts. Und deswegen ist das eine falsche Einstellung. Da müsst ihr euch ein bisschen ranarbeiten, okay? Das habe ich auch gemacht, bis ich die richtige Einstellung gefunden habe. Das ist leider ein bisschen mühselig, aber leider nicht anders machbar. So, ich will mal wieder ein bisschen weggehen. Ich werde jetzt mein Messer nochmal wieder neu einstellen. Merkt euch einfach, wie ihr das eingestellt habt. Dann ist das auch nicht so schwer und lasst den Halter einfach so, wie er dann ist. Dann habt ihr da kein Problem mit. So, ich gehe jetzt wieder zurück, drehe den jetzt eine komplette Umdrehung wieder zurück, weil ich ja weiß, so, das war meine richtige Schnittstärke. Wenn ich mir das angucke, man kann die Spitze kaum sehen. Also ich könnte da quasi sogar, so, könnte ich, ich kann da sogar quasi mit dem Finger rüber, ohne dass ich mich verletze. So wenig guckt die nur raus. Aber das ist auch, weil die Vinylfolie wirklich sehr dünn ist. Ihr habt gesehen, es funktioniert. Ich stecke es wieder rein. Mach nochmal einen neuen Probedruck.
schiebt man mein Dreieck wieder ein Feld weiter ins dritte Feld. Okay. Ich wähle Schneiden aus und gehe auf Start. Und dann schauen wir mal. Und dann werdet ihr sehen, dass es wieder perfekt ausgeschnitten sein wird. So. Und auch da lasse ich die Folie einfach wie sie ist. Wobei ich kann euch auch da gerne nochmal zeigen, dass es jetzt zum Beispiel ein sauberer Schnitt ist. So, wenn wir jetzt mal genau gucken, dann seht ihr, das Dreieck hier, könnt ihr hoffentlich erkennen, die Ecken sind total sauber. Nicht so, wie es vorhin bei dem war, das habe ich da jetzt nur so drauf geschmiert, aber hier sind die Ecken ganz sauber. Und wenn ich jetzt mein Messer nehme, kann ich das wieder ganz normal entgittern und könnte das hier rausholen. Zack. So, und die Folie ist auf jeden Fall, also die Trägerfolie da unter ist auf jeden Fall heile. Das kann ich euch auch gerne nochmal zeigen, damit ihr da auch keine Zweifel habt. Also wie gesagt, ihr müsst euch da einfach rantesten beim ersten Mal. Und wenn ihr dann eine richtige gefunden habt, so, hier ist das dritte Dreieck. Hier, wie ihr seht, nicht durchgeschnitten, heile. So, also, auch wenn ihr glaubt, das Messer ist viel zu weit drin, glaubt mir das. Das braucht nur wirklich einen Bruchteil eines Millimeters rausschauen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video sehen konntet, aber arbeitet euch da ganz, ganz vorsichtig ran. Und dann seht ihr, wann das genau passt. Und arbeitet euch lieber von ganz weit weg, also beziehungsweise das Messer ganz drin, so weit ran, dass wenn ihr da irgendwann schneidet, das erste Mal einen Schnitt habt, weil ihr macht euch sonst beim Durchschneiden auch schon direkt eure Matte kaputt. Der schneidet durch die Matte durch oder beziehungsweise in die Matte rein und dann macht ihr sie euch damit kaputt. Okay, die funktioniert zwar trotzdem noch, aber ich würde, wie gesagt, erstmal das Messer ganz reinmachen und so wie ich es sehen kann beim Einstellen, dann würde ich es entsprechend testen und nochmal testen, bis ihr die richtige Schnitttiefe habt. So, wir gehen jetzt nochmal wieder kurz zurück. So, ihr habt das ja jetzt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Also die Farbe von diesem Adapter, die ist völlig Latte, die wird frei gewählt. Ich habe so viele verschiedene Farben. Ich werde davon einfach welche auf Vorrat drucken und die dann entsprechend verschicken, wenn die gebraucht werden. Was den CB09 angeht, wie gesagt, ich kann den für euch bestellen. Ich gebe den Preis auch direkt nur weiter. Den kriegt ihr bei Amazon, bei eBay, bei AliExpress. Überall kriegt ihr den CB09 zu kaufen. Eigentlich braucht ihr den gar nicht bei mir kaufen. Ihr könnt euch den auch selber bestellen. Ihr braucht eigentlich von mir nur diesen Adapter. Mehr braucht ihr gar nicht. Ich mache da die kleine Madenschraube schon rein. Das heißt, ihr müsst den CB09 da reinstecken, die kleine Schraube festziehen, fertig. Dann stellt ihr euch euer Messer manuell ein, packt es in euren Plotter und fangt an zu testen, bis ihr die richtige Schnitttiefe habt. Wie gesagt, am besten das Messer erstmal ganz rein, dass wenn ihr damit auf ein Stück Papier geht, ihr noch nicht schneidet. Und dann fangt ihr an, immer so eine Viertel oder eine halbe Umdrehung, aber ich würde eine Viertelumdrehung nehmen, testen. Viertelumdrehung testen. Und zwar so lange, bis ihr euren Testdruck wirklich sauber entgittern könnt. Dann kontrolliert ihr nochmal, ob die Trägerfolie und das Trägerpapier auch nicht zerschnitten ist. Und dann habt ihr die passende Einstellung dafür. Und so lasst ihr sie dann am besten auch. Wenn ihr ein anderes Material damit schneiden wollt, müsst ihr natürlich am Messer wieder rumstellen. Aber ganz ehrlich, also ich glaube, ich würde mir auch 2, 3 von diesen Dingern kaufen, weil die kosten wirklich nicht viel. Und würde mir einfach für jedes Material, das ich benutze, ein eigenes Messer machen. Das wäre ja auch nicht schlecht. So, dann brauche ich dann nicht immer da nur rumdrehen. Ich habe eine feste Einstellung und weiß genau, alles klar. Und wenn die mal irgendwann nicht mehr funktioniert, dann könnt ihr das einfach nur das Messer austauschen. Die kosten echt nur ein paar Cent. Und das ist der Vorteil zu den Originalmessern. Die sind echt schnapper und günstig. Zumal die auch noch wirklich besser schneiden sollen, sagt man. Ja, der Schnitt ist wirklich sehr sauber und gut. Und die sind, wie gesagt, um Welten günstiger. Ich sag ja, da kriegst du ein 15er Set von einer Größe, kriegst du für 4, 5 Euro. Also da kommst du ja auch ewig mit hin mit diesen Messern. Müsst ihr wissen. Also, ich werde dann entsprechend diesen Adapter oder mit CB09, wobei ich euch gerne anrate, den selber zu besorgen, weil ich ihn auch bestellen muss. Und wenn ich ihn bei AliExpress bestelle, dauert es auch 2 Wochen, bis er da ist. So lange kann ich euch nicht zukommen lassen. Das könnt ihr selber entscheiden. Könnt euch bei mir melden, dann kann ich euch den gerne fertigen. Und achso, vom Preis her. Also der Adapter wird komplett mit einem Werkzeug dazu und der Madenschraube hier drin, der 5 Euro kosten, plus Versand. Ja, das wären dann so die Preise dafür. Das ist ein vernünftiges Material, das mache ich aus PETG, das ist stabil genug, das haftet vernünftig.
Es ist nicht unkaputtbar. Achte da bitte drauf, dass ihr damit nicht rumschmeißt oder sowas oder drauf latscht, dann geht es natürlich auch kaputt. Aber ansonsten funktioniert das sehr gut, wie ihr gesehen habt. Ich habe da keine Probleme mit. Ich habe jetzt auch nicht so viel Materialien, dass ich das noch mit anderen ausprobieren könnte. Ja, ich habe ganz viel Vinylfolie und damit funktioniert das. Ihr müsst dann gucken, wenn ihr mal irgendwie eine andere Folie habt, die dicker ist, dann stellt ihr euch das eben nochmal neu ein. Ist ja kein Hexenwerk. Okay, dann wisst ihr Bescheid. Dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns dann bald im nächsten Video. Kleine Anmerkung am Rande. Ich habe übrigens jetzt die Möglichkeit, mein Graviermesser noch mit einem Diamantmesser anzubieten, wo ihr garantiert auch Metalle mit gravieren könnt. Ja, das werde ich dann demnächst noch bei mir auf der Seite bekannt geben und werde dazu noch ein Foto machen, damit ihr sehen könnt. Da kostet allerdings das komplette Tool, das wäre dann, wie gesagt, das Graviertool. Da ist dann allerdings ein Diamantmesser drin zum Schneiden von Metallen, zum Gravieren von Metallen. Das wird wahrscheinlich 18 Euro kosten plus Versand, weil das Diamantmesser leider sehr teuer ist. Also ja, und deswegen ist das Tool dann eben ein bisschen teurer. Aber das seht ihr dann alles noch. Das werde ich dann entsprechend posten, mitteilen auf meiner Seite, auf der www.fadekofolien.de und auch bei Facebook findet ihr mich auch unter Frank Ahrens. Die Links dazu seht ihr hier in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar mal da lasst, mir eure Erfahrungen damit mitteilt und auch gerne den Kanal abonniert. Ihr kennt das ja, alle heulen und jammern rum. Mensch, abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da und keine Ahnung. Ja, dann kriegt ihr auch weitere Informationen zu meinen nächsten Tools, die ich dann mache. Mal gucken, was als nächstes kommt. Also bis dahin, viel Spaß beim Plotten. Wir sehen uns wieder. Macht's gut.